Für jene, die sie anwenden. Okay, irgendwas können. ist gerade passiert. Ich weiß nicht was. Gewöhnlich. Nee, ich brauche ja keine Steine mehr. Ich brauche Bücher. Feuerball. Blitz, Flammen und so weiter. Ja, gibt's anscheinend nicht. Ist schade. Es war mir ein Vergnügen. Moment. Aktive Effekte. Ausdauer verstärken. Okay, gut. Ich dachte, ich hätte gerade... Was ist das? Derische Gestalt. Schön, nicht schön. Das ist blöd. Vor allem hier ein bisschen schnell. Das ist wie, als würde das Ding eine schnelle Form von. Geil. Das ist langsamer oder nicht cool. Was ist das? Irgendwas passiert gerade. Warum verschwindet mein Forschungsmaterial nur immer wieder? Ah, okay, also die hat kein Geld. Und ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Wieso denn jetzt nicht? Irgendwas ist gerade hier. Ah. Sehr interessant. Bis zum nächsten Mal. Anscheinend ist die. Oh Gott. Mann, erschreckt mich doch nicht so. Okay, gut. Verzauberungsdings. Ich kann nichts voll entzaubern. Das ist jetzt echt scheiße. Gut, das bedeutet, ich kann Sachen verkaufen. Hm? Werft einen Blick darauf. Die hat 500 Gold, das ist kacke. Okay, das geht. Elfendolch. Theoretisch kann ich den von Zaubern irgendwie, dass der besser wird. Frage ist halt nur, ob das was bringt. So extrem viel. Gegenstände, Seelensteine. Winzig. Wert 40, na okay. Und herstellen. Mal gucken, wie viel ich jetzt dafür bekomme. Werft einen Blick darauf. Waffen. 250 gleich. Cool. Das ist auf alle Fälle sehr viel mehr als vorher. Also es ist wirklich gut, Waffen vorher zu verzaubern, bevor man die verkauft. Mit schwachen Sachen, nicht mit starken. Sonst kriegt man nie im Leben Geld wieder weg. Elfenzweihand. Da wird noch woanders verkauft. Kleidung. Ach, ich wollte den eigentlich verkaufen. Ja. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Was sieht man hier? Winzig. So, 66. Cool. Und den kleinen immer noch. Also gut. Nur zum Testen. So. Seelensteine. Den sich. Ausdauer. Zack. Und Blitzschaden. Das Ding ist unbezahlbar. Stahlhelm. Beschwörung verstärken. Illusion verstärken. Und dann noch das Ding. So kommen wir mich auf alle Fälle richtig krass an Kohle. Aber die hat kein Geld. Hier oben ist niemand mehr. Von daher kann ich runtergehen. Zu der hier. Mirabel, ihr wollt also die arkanen Künste meistern. Okay, bei der verkaufe ich mal. Boah, meine Nase juckt. Das ist echt schlimm.
Ja, den kann ich verkaufen. Super. Es war mir ein Vergnügen. Leider kann man nicht irgendwie die Verzauberung an sich ändern oder so. Oder noch eine hinzufügen. Das funktioniert leider nicht. Ah, oh Gott, meine Nase. Das ist schlimm. Strange. Ja, ich wollte diesen komischen Drachen da oben töten. Hey! Wohl? Ich weiß jetzt leider nicht, wer Geld hat von denen und wer nicht. Der hatte Geld eindeutig. Die Akademie, werf deinen Blick darauf. Nee, der hat kein Geld. Lebt wohl. Eine Ausbildung wird im... Ich gebe gerne etwas von dem weiter, was ich weiß. Wer war denn noch alles so? Wer könnte mir denn noch was beibringen? War das Kolenia? Das war schon die. Irgendwie hat's nicht hingehauen. Nicht so wirklich. Ah. Wisst ihr, es heißt das Wissen. Ich werde euch die Mysterien der finsteren Reiche werft einen Blick drauf. Nee, 500 bringt nicht. Lebt wohl. Hier. Gehen wir mal runter zum Dorf. Mal gucken, wer... Wow, verdammt, hier bin ich das letzte Mal runtergefallen. Mal gucken, wo ich Sachen schön kaufen und verkaufen kann. Hier, ne? Ist das? Kraldas Haus. Na, ich kann hier mal reingucken. Schnuppern wir mal rein. Kraldas Familie besaß früher viel Einfluss in Winterfeste. Winterfeste mag nicht sehr imposant aussehen, aber es besitzt... Leider ist die Stadt Winterfeste, die ihr vor euch seht, nicht gerade sehr... Doch ich kann euch versichern, dass sie in ihrer Blütezeit etwas ganz Besonderes... Ja, das ist unglücklicherweise schön. Hat die Oblivion-Krise Winterfeste in Mitleidenschaft gezogen, in mehrfacher Hinsicht. Dann verschluckte... Ihr habt vielleicht die Akademie bemerkt, gleich nördlich von hier. Eine sehr angesehene Stätte. Aus ganz Tamriel kamen Magier hierher, auf der Suche nach Wissen. Als die Oblivion-Krise vorüber war, gaben viele den Magiekundigen die Schuld, insbesondere den Elfen. Das führte zu großen Spannungen. Etliche Dunkelelfen wurden aus der Stadt vertrieben. Ja, das ist jetzt nicht vor so etwa zwingend 80 Jahren geschah ein schreckliches Die Akademie blieb bei alledem. Manche unverschont und so weiter. Okay, Magier versicherte mir, dass seine Leute nichts da... Aber nein... Das sind ein... Er ist äußerst höflich, wenn auch etwas zurückhaltend. Naja, gut, das ist jetzt echt nicht das, was wir wollten. Oh, gut. Nicht schlimm, wenn die Nase... Bernas Überreste. Klingt nach einer Taverne. Ah, nein, noch besser. Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Ihr wollt mir Geld geben? Einfach so? Gut, aber ich möchte mir diese Investition verdienen. Ich werde hart arbeiten, um euer Vertrauen in mich zu rechtfertigen. Oh, ich würde es euch gerne verkaufen, wenn ihr denn das nötige Geld hättet. Aber das ist nicht der Fall, oder? Ist es nicht wahr, oder? Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Ah, okay, sonstiges... Nein? Waffe, so... Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ah. Damit? Oh, mehr hatte ich nicht. Egal. Warum habt ihr euren Laden ausgerechnet hier aufgemacht? Bla bla bla. Auf Wiedersehen. Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Nehmen. 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 So. Ich tue was nötig. Für manche ist es Ramsch. Für mich sind es Schätze. Trinke. Nein. Ah, hier. Weg. Kein Weg. Nein. Nee, das bleibt noch alles da. So. Ja. Oh. Ah, jetzt. 5. Weg. Kein Weg. So. Hier. Ich habe immerhin in diesen Laden hier investiert.
Ja, okay. Das war anscheinend ein kleiner Bug oder so. Interessant. Weil normalerweise hatte ich ja die Klaue von der schon geholt. Das war, glaube ich, die Saphirklaue oder wie das, was das auch immer für eine war. Okay, so. Und was ist das jetzt genau? Das ist diesmal echt die Taverne. Ich muss irgendwo mal jemanden finden, der mir schöne Waffen verkaufen kann. Ich versuche einfach nur in Ruhe zu frieren. Ah, das ist wenn ihr etwas braucht, sagt es mir nur. Getränke für die Durstigen, ah, Speisen schön. Für die Hungrigen. Der Schliebstahls. Das ist jetzt blöd irgendwie. Das ist jetzt echt blöd. Echt blöd. Auf Wiedersehen. Vor allem, was macht der hier? Ja. Ich dachte, der wollte weg. Hat Ranmir euch schon um ein Getränk angebettelt? Mhm. Er schuldet dieser Taverne so viel Geld, dass man sie abbrennen, wieder aufbauen und nochmal abbrennen könnte. Nur aus Jux und Tollerei. Er hatte in seinem Leben schon ein paar Problemchen, aber er kann hier nicht einfach trinken, ohne zumindest ein bisschen was von seinen Schulden zurückzuzahlen. Nur zu. Vielleicht ist er ja nüchtern genug, euch zuzuhören. Ja, genau. Meint ihr die Taverne oder Winterfell? Die Antwort ist alles wohl sowieso allgemein.